kommen wir jetzt zu unserem Top-Gewinn. Und den präsentiert uns kein geringer als Dieter Bohlen. Hey, schön, dass du da bist. Du hast uns was Tolles mitgebracht. Erzählst uns ja nachher noch was über deinen neuen Film. Aber erstmal, was hast du denn dabei? Ja, genau, ich habe die absolute Sensation. Der Soundtrack von dem Film, der jetzt kommt heute Abend. Da ist eine alte Modern Talking Nummer drauf quasi. Aber die ist ganz neu. Die hat es noch nie vorher gegeben. Insofern alt, also das ist ein bisschen, also liegt schon seit 20 Jahren. Habe ich ganz neu gemacht. Und dann habe ich natürlich 12 Nummern drauf komponiert, ganz neu. Die singe ich auch selber. Eine ganz tolle Geschichte und heute Abend könnt ihr den Film und den Soundtrack hören. Super, hier die CD. Und Dieter, du signierst uns die noch, genau. Ne? Genau, ihr kriegt irgendwie 10 Stück, werden irgendwie könnt ihr bekommen, ist überhaupt kein Problem. Die verlosen wir und wir packen noch 500 Euro obendrauf und das macht zusammen einen super tollen Top-Gewinn. Jetzt habt ihr die Chance auf 500 Euro sowie 10 handsignierte Soundtracks zu Dieter, der Film. Wir wollen von euch wissen. Durch welche Band wurde Dieter Bohlen in den 80ern berühmt? Modern Talking oder ABBA? Ruft an und nennt uns die Lösung. 01379 51 52 53. Oder schickt eine SMS mit Top 1 oder Top 2 an die 33 33 9. Und wer die 500 Euro gewonnen hat, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Die Gewinner der CDs werden am Montag auf RTL Text Seite 627 bekannt gegeben. Gleich und nur bei Top of the Pops. Dieter Bohlen bei Top of the Pops. Dieter Bohlen, alles zum Film. Comic-Held und jetzt bei uns auf der Bühne the one and only Dieter Bohlen. Hallo Dieter, schön, dass du da bist. Setz dich. Vielen Dank, Dankeschön. Ja. Ja, Dieter wird gefeiert hier erstmal. Ist ja eine lustige Geschichte. Wie kam es zu diesem Film? Hattest du die Idee oder wer hatte die Idee dazu? Ja, es gab ja vor 3 oder 4 Jahren habe ich ein Buch geschrieben. Das war super, super erfolgreich und man hat mich dann eben angerufen und gesagt, sag mal Mensch, wir wollen den Film wir wollen einen Film draus machen. Ja, und dann haben wir erstmal natürlich überlegt, machen wir das so Eminem-mäßig, also dass ich wirklich meinen Film spiele als Schauspieler. Und da haben die alle gesagt, Schauspieler, Mensch, lass mal lieber, ja. Das kriegst du bestimmt gar nicht so hin, wie der Dieter Bohlen ist. Also dieser Mann ist so einzigartig. Und nein. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, ist einfach viel cooler, wenn wir eine Comicfigur nehmen. Dann haben wir den Chinooken das geschickt und dann haben die da wirklich 2 Jahre lang drum gezeichnet und jetzt endlich ist er eben fertig geworden. Ja, cool. Und wie ist es, sich selber als Comic-Held zu sehen? Du, das ist lustig. Also ich konnte mich manchmal wirklich nicht mehr einkriegen, weil es ist super lustig geworden. Und ich durfte dann ja auch zu meinem eigenen Film die Musik schreiben und das macht natürlich echt Spaß dann. Ja, du sprichst es gleich direkt an. Es gibt zu dem Film einen Titelsong und den schauen wir uns doch jetzt mal an. Gasoline heißt der Titelsong. Hast du dir da deine Lieblingsclips aus dem Film ausgesucht? Ja, so ein bisschen. Ich hoffe, das ist so ein kleiner Einblick jetzt für den Film. Heute Abend wird er ausgestrahlt gegen Wetten, dass 7:45. Ich hoffe natürlich, ihr alle guckt euch den an. Was Besseres gibt es nicht, sonst im deutschen Fernsehen. Guckst du ihn dir auch heute Abend an? Ja, auf jeden Fall, klar. Also ich habe einfach total Bock drauf. Und ich meine, ich glaube, ihr könnt super drüber lachen. Das ist tolle Musik und so weiter. Das ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Super. Und jetzt warst du ja ewig lange als Erfolgsproduzent unterwegs. Jetzt wieder als Solokünstler quasi. Wie fühlt sich denn das an? Ja, das fühlt sich gut an. Ich habe im Studio 12 neue Nummern aufgenommen. Und in dem Film ist auch eine Nummer, die noch von Modern Talking damals übergeblieben ist. Oh. Und die singe ich dann eben da mit Thomas Anders zusammen. Also klar. Und deshalb müssen natürlich auch alle Modern Talking-Fans das kaufen, ist ja ganz klar. Ja, super. Und bist du da bei dir auch genauso kritisch wie bei den DSDS-Kandidaten, wenn es um deine eigenen Sachen geht? Ja, natürlich viel kritischer, das ist doch ganz klar. Oh. Aber wie gesagt, ich probiere das jetzt auch schon seit 25 Jahren. Da waren die Superstars ja noch gar nicht geboren und deshalb ist das natürlich auch ein bisschen leichter für mich. Ja klar, und wo liegt denn der Unterschied, wenn du jetzt für dich Songs schreibst und für andere? Ist das eine andere Herausforderung? Ja klar, also für mich die guten und die schlechten Titel für die anderen. Das ist ja ganz einfach. Na, das wollen wir mal nicht hoffen, ne? Aber DSDS-Finale steht vor der Tür. Was macht als Jurymitglied am meisten Spaß?
Ja, ich meine, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten, ist wirklich ein ganz tolles Gefühl. Ich habe jetzt in den letzten 3 Staffeln eben über 40.000 junge Menschen gesehen, die da stehen mit ihren Träumen. Und da dann so, sage ich mal, auch mit denen zu diskutieren und so, das macht natürlich super Spaß. Und ich kann da auch so, die ganzen Sprüche so loslassen. Ich fühle mich da unheimlich wohl. Kannst dich austoben. Ja, genau. Das, was ich zu Hause nicht sagen darf, sage ich den Kandidaten. Sehr schön. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück und ganz viel Erfolg dann bei der Motto-Show mit dem Film natürlich und beim Finale. Da werde ich auch da sein im Publikum. Ja, das ist schön, da freue ich mich. Dann sehen wir uns dort. Alle gucken. Genau, alle einschalten. Und ihr zu Hause nicht vergessen, heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL Dieter der Film unbedingt einschalten. Und wie es hier weitergeht, das seht ihr jetzt.